Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2022. Wir machen jetzt weiter. Ja, im letzten Video hatten wir ein paar Schwierigkeiten mit der Simulation und dem Training. Ja, ist ein bisschen ja, schief gegangen alles. Dementsprechend wollen wir gucken, dass wir in diesem Video dann eine vernünftige Leistung hinlegen. Wie gesagt, ich bin auch relativ neu in diesem Spiel, also muss ich mich wirklich selber mal einfinden, wie das Ganze funktioniert. Und deshalb hatte ich das in der letzten Folge ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, verkackt. Naja, wollen wir mal zum Blitzqualifying im Großen Preis von Australien und dann gleich anschließend daran das Rennen selber denn. Die Strecke gefällt mir. Australien ist viel besser als in Saudi-Arabien, wie ich finde, die Strecke. So, und wollen wir mal schauen, dass wir hier mal eine gute Platzierung rausholen. Ja? Im letzten Rennen in Saudi-Arabien wurden wir Vorletzter. Davor in Bahrain waren wir irgendwie, glaube ich, 18., 19., ich weiß nicht mehr ganz genau. Das sind wir. Das Blitzqualifying geht jetzt auch los. Softreifen natürlich, damit wir ordentlich, ja, ich sag mal, eine gute Rundenzahl fahren, vielleicht eine gute Position bekommen. So, ja, das ist in Ordnung. Autoeinstellung. Autoeinstellung, ja, das ist die Frage aller Fragen. Höchst höhere Spitzengeschwindigkeiten. Ich werde mal auf dieses Setup wechseln, weil die Kurven sind hier nicht so doll. Ja, dann verzichten wir ein bisschen auf Kurven. Also, dass wir schneller in den Kurven, ja, mehr Stabilität in den Kurven haben. Dafür schnelleren Schub. Ne? Da wollte ich mal das testen. Genau, das haben wir. Fahrzeug. Ist alles in Ordnung. Alles grün. Wenn ich mich nicht täusche, die Steuerung muss ich nochmal umändern. Genau, dann habe ich alles. Alles gut. 16% abgenutzt. Der erste Motor, den wir noch fahren in dieser Saison. Das ist noch in Ordnung. Das ist okay. Ich glaube, so können wir uns auf jeden Fall hier. Manns Rennwagen. Mal gucken, wie das Qualifying mit diesem Setup jetzt klappt, weil diesen Setup habe ich jetzt wirklich noch nie gefahren. Hier muss ich. Oh, muss man aufpassen. Verstappen ist schon vor uns. Jetzt haben wir halt den Setup, wo wir eher höhere Geschwindigkeiten haben, aber dafür weniger. Oh, Kurvenstabilität. Genau. Ich habe zu spät gebremst, weil ich auf meine Geschwindigkeit gucken wollte. Wie gut ich denn gerade. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Man merkt aber doch den Unterschied, ne? Wie der zieht und schwerfälliger in den Kurven ist. Oh, das habe ich mich. Oh, da muss ich mich mal umgewöhnen, ey. Da muss ich mich auf jeden Fall mal umgewöhnen an diesem Setup. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Geringere Stabilität in den Kurven, dafür etwas höhere Geschwindigkeit. Wollen wir mal gucken, dass wir das nicht bereuen. Vielleicht sollte ich doch den anderen Setup nehmen, ne? Wo wir sicher in den Kurven sind, aber dafür etwas langsamer. Aber dafür sind wir halt richtig schnell, ne? Wie mir das auffällt. Die Beschleunigung. Wir sind hier schon auf 300 km/h. Das hatten wir im Training so nicht. Guckt euch das mal an, Leute, wie der Wagen beschleunigt. Boah. Aber da muss ich mich echt dran gewöhnen. An diesen Gegebenheiten des Fahrzeugs. Ich liebe diese Formel 1 Wagen, ja, zu fahren. Wir sind jetzt letzter geworden wieder, oder was? Oh. Ich weiß nicht, ob ich dieses Setup nehme oder lieber einen davor. Ich glaube, ich nehme den ausgewogenen Setup. Das kam mir doch ein bisschen hier so vor, dass wir nicht so stabil gefahren sind wie in dem Training, weil da hatten wir halt das Setup mit dem. Das Qualifying ist beendet und Ah, wir wir sind werfen natürlich noch Letzter. einmal einen Blick auf unsere Top 3. Naja. Leclerc, Verstappen und Wir sind Letzter, ja, George ist ja Russell. klar. Ja, ein bisschen Anerkennung haben wir bekommen, nicht viel. Unser Teamkollege ist da ein bisschen weiter. Wir sind halt der Newcomer. Und da ist es halt normal, ne? Wir müssen uns von 0 auf 0 auf 100 hocharbeiten. So, jetzt einmal gucken. Das Rennen kann gleich starten. Wir gucken erst beim Arbeitsplatz, da gibt es noch eine Nachricht, die ich mal angucken sollte. Viel Erfolg da draußen, ich habe volles Vertrauen zu dir, egal was passiert. Eine Pizza, okay, komm über eine Minute früher ins Ziel. Ja, das Nase ist gescheitert, das war ja von vorher, ne? Okay, Fahrzeugsetup würde ich erstmal gerne umstellen wieder. Das war nicht so lecker. Wir sind zwar schneller, aber die Steuerung ist auch eine ganz andere, ne? Warte mal, wo war das? Kann ich auch noch mal ein bisschen was umstellen hier? Entwicklung im Gang. Ne, hier ist noch alles gut. Hier sind die noch am Forschen.
Das wird wohl im nächsten Rennen erst was alles. Ja, wie ändere ich das denn nochmal? Aber ich kann das auch im Rennen ändern, glaube ich. Also vorher, bevor das Rennen startet, kann ich das Setup so ein bisschen verändern. Dann wollen wir mal mit dem Rennen starten. Der große Preis von Australien geht jetzt los. Wollen wir mal schauen, ob wir das alles, ja, vernünftig hinkriegen. Ich bin mal gespannt. Ein Boxenstopp werden wir wohl machen. Das ist immer die Strategie. Wir fahren ja die Rennen nicht ganz. Wenn wir jetzt die 50, 60 Runden, was es da immer ist, fahren würden, Leute, das würde 3-4 Stunden dauern. Deswegen fahren wir halt immer ein Drittel. Ungefähr. Willkommen oder ein Viertel. In Melbourne. Die Stimmung auf den Tribünen kann nur eines bedeuten. Heute ist Race Day. Race Day. Geile Strecke. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Leicht bewölkt, trocken, hier ist gut. Hier sehen wir also auf dem Albert Park Circuit. Ein 5,28 Kilometer langer, holpriger Stadtkurs mit nicht sonderlich vielen Höhenunterschieden. Mhm. Die Strecke geht in 14 Kurven einmal um den See herum mit DRS-Zonen vor Kurve 1, 3 und 11, in denen unsere Fahrer gut überholen können. Interessante Strecke. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. War ja klar, direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Oh, Russell auf Platz 2. Schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Hamilton, Sergio Perez und Bottas. Wo ist Leclerc? Ocon. Achso, der war ja ganz hoch, Entschuldigung. Gasly und Mick Schumacher. Verstappen, Tsunoda. Verstappen ganz weit hinten. Was ist los mit ihm? Magnussen, Joe, Vettel. Fernando Alonso, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Okay. Und Alexander Albon. Finde ich cool, dass das hier so gesagt wird. Unser Kollege Theo Pouchet. Und Nicolas Latifi. Na, wir sind wenigstens nicht Letzter. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphiert. Wir sind vor Latifi immerhin, aber Latifi auch nur wegen Stefan der Strafe. Stefan ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man unser sich Fahrzeug vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. So, dann werden wir den Setup einstellen für unser Fahrzeug. Können wir hier auch einstellen? Genau, das wollte ich ja. Oh, es gelten. Diese Regelung trifft in Kraft, sobald das Auto den Boxenstopp verlassen hat. Aber dann sind nur noch kleine Änderungen, wie das Anpassen des Vorderflügelwinds. Aha! Es gelten Parkfernbedingungen. Diese Regelung trifft in Kraft, sobald das Auto die Boxengasse für die erste Qualifying-Runde verlassen hat. Ab diesem Zeitpunkt sind nur noch kleine. Ach, Mist! Jetzt fahren wir mit dieser Einstellung, die wir gerade beim Qualifying benutzt haben. Weil wir dürfen das nur im Training umändern. Aber nicht mehr, wenn wir vom Qualifying aus der Boxenkasse rausfahren. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Morn. Dann, ja, ab ins Ungewisse, würde ich mal sagen. Weil, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mit diesem Setup bin ich nicht so vertraut. Schauen wir mal. Los geht's. Ah! Ich hab's verkackt. Ich hab den Start verkackt. Aber sowas von. Naja, okay. Der Start ist nicht so wichtig. Oh! Das war ja mal. Ja, da merkt man halt, dass ich ein Amateur bin. Das ist das, was ich meine. Der Start ist nicht so wichtig. Wir müssen einfach nur vorbeikommen. Und das kriegen wir ja wohl hin. Oh! Ja, okay. Das war heftig. Wiederholung. Also das machen wir von vorne. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh nein. Moment, das war nicht das, was ich wollte. Wie pausiere ich das eigentlich mal? So. Ich möchte eigentlich mal hier was umändern. Und zwar möchte ich mal die Kamera umändern, weil kann ich das irgendwie von der Front anschauen?
Fotomodus, okay. Fotomodus wollte ich eigentlich mal nutzen. Freie Kamera. So, jetzt möchte ich aber die freie Kamera irgendwie auch mal steuern können. Genau. Das wollte ich machen. Das weg. So, wie drehe ich das jetzt nochmal um? Genau so. Ja, ich will halt einen Screenshot machen, Leute, für die Fotogalerie von dem Start des Rennens. Wäre es so irgendwie cooler? Was sagt ihr? So, so machen wir das. So machen wir das. So machen wir einen Screenshot. Gut. Jetzt aber wieder zum Fahren. So, Leute, es geht los. Lass uns mal gucken, ob das jetzt... Oh, jetzt habe ich gebremst vor Angst, vor Schreck, weil ich gedacht habe, ich fahre da gleich auf. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ist ein bisschen anders, wenn Autos da auf dem Feld sind. Ne? Da muss man halt nicht mehr nach der Leitlinie fahren, also wann man da bremsen soll, sondern... Oh, jetzt habe ich wieder die Kurve sehr, sehr schlecht gemacht. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Okay. Sei einfach vorsichtig. Ja, weiß ich Bescheid, Chef. Danke für den Hinweis. Oh, oh, oh. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich fahre mit Plan A. So, ich hoffe, wir werden jetzt noch mal ein paar Leute einholen. Gut, dass ich jetzt Bescheid weiß für das Qualifying. Wenn man das Qualifying mit einem Fahrzeugeinstellung verlässt, dann muss man diese auch fahren. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann das immer wieder umstellen. Scheinbar nicht. Aber wir sind nicht langsam. Wir holen die auf jeden Fall ein. Oh, hier können wir ein paar einholen. Durch die Innenkurve. Das war gar nicht gut. Da machen wir mal nochmal die Sofortwiederholung. Bis hierhin war das ganz gut. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wir ziehen durch, mein Bester. Wir ziehen das durch. Ah, hier hätte ich eigentlich von innen wieder wegziehen können, aber... Oh, Leute, was ist mit mir los? Das ist halt diese Fahrzeugeinstellung. Das macht wirklich was aus. Weil... Ich hatte die Strecke eigentlich mit dem anderen Einstellung gefahren. Und das ist wirklich eine ganz, ganz andere Fahrgefühl, anderes Fahrgefühl als wie das davor. Das muss ich hier ganz, ganz ehrlich hier gestehen. Weil er fährt viel mehr aus den Kurven raus. Alle an einer Reihe. Finde ich immer richtig cool. So, jetzt haben wir die Gerade. Jetzt können wir mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Wir haben hier eine Einstellung, die ja eher auf Geschwindigkeit ist, als auf Stabilität auf Kurven. Boah, die Kurve haben wir sehr, sehr... Ah, fast. Hätte ich das nicht verkackt, wäre das sehr gut gewesen. 300 km haben wir da. Naja, schaffen wir nicht. Ist halt echt... Mit so vielen Autos vor der Nase ist das wirklich ein bisschen... Anders als wenn du im Training oder im Qualifying ohne Fahrzeuge fährst, ne? Müssen wir halt uns dran gewöhnen. Aber so langsam geht das. Zumindest die Kurve war ganz gut. Die holen wir jetzt ein. DRS-Zone gibt es noch nicht. Erst ab der zweiten Runde wird DRS freigeschaltet. Dann können wir die auch überholen leichter. Zwei Runden erstmal verteilen so ein bisschen. Dass die Fahrzeuge erstmal sich verteilen. Oh, hätte ich mal bremsen. Ah, hätte ich mal gebremst. Ah. Ich will jetzt auch keine Wiederholung machen. Wegen jedem kleinen Fehler. Was ja eigentlich was bringen würde. Ne? Dann würden wir auf jeden Fall einige Plätze doch schon gut machen. Oh, die haben wir gut genommen, die Kurve. Die haben wir wirklich sehr grandios genommen. Ach, das war gar nicht gut. Der fährt in die Boxengasse. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Was heißt das? Zwischenfall mit vielen Trümmern auf der Strecke. Darf ich die überholen? Ah, nee, 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 nee. Okay, okay, okay. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Dann schalten wir mal zurück. Nee, dann machen wir mal hier. Ja, das war mein Fehler, dass ich da reingefahren bin bei Latifi. Virtuelle Safety Car. Achso, ich darf nicht zu schnell fahren. Wie schnell darf ich denn fahren, ist die Frage.
Ich darf das Tempo nicht überschreiten. Grün ist noch gut. Rot. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ja, ist ja gut. Ist auch irgendwie schwierig, dass da mit dem Karma-Anzeige das nicht angezeigt wird, weil ich sehe das nur an dem grünen Ding da. Zeitanzeige. Oh Mann, wir haben Latifi diesmal eine richtig reingehauen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Latifi macht uns auch seit zwei Rennen, also die Rennen davor jetzt vor dem hier, auch das Leben schwer. Der hat uns auch wirklich nur kaputt gefahren immer. Da wurde mal Zeit, dass er mal was zurückkriegt von uns. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay. Dann dürfen wir gleich wieder schneller fahren. Der ist aktiviert. Jetzt geht's mit dem Überholen los, Leute. Jetzt geht's los. Holen wir den Stroll ein. Den Stroll. Ah, er fährt in die Boxengasse. Sehr gut, da haben wir ein bisschen Platz, den wir gut machen können. Unser Kollege, Pusher. Unser Teamkollege. Den müssten wir mal endlich besiegen. Das würde uns richtig gute Anerkennung bringen, denke ich mal. Wenn wir unseren eigenen Teamkollegen übertreffen können. Vielleicht holen wir ihn in diesem Rennen endlich mal ein. Wer weiß. Ah, jetzt habe ich das nicht so geil hingekriegt, die Kurve. Oh, das war gar nicht gut. Oh Mann, da muss ich mich noch einfinden. Mit dem Einstellung ist das echt schwierig. Aber dafür sind wir halt auch schneller, ne? Wenn wir beschleunigen. Mist! Das war gar nicht gut. Wenn ich nicht so viel rede, Leute, nicht wundern. Ich muss mich konzentrieren. Das ist wirklich schwierig, hier mit gefühlt 100, 200 km/h um die Kurve zu fahren und dann gleichzeitig sich zu konzentrieren und zu reden auch noch. Jetzt habe ich die Grafik geändert. Ah, das wollte ich nicht. Oh. Da habe ich das war aus Versehen. Das wollte ich ja nicht gar nicht. Oh. Warte. Mann, was habe ich wieder gemacht da? Warte. So. Ich wollte eigentlich das gar nicht verändern. Das war wirklich... Oh, sofort Wiederholung. Oh, jetzt sind wir jetzt... Oh nein, jetzt haben wir das voll verkackt mit der Wiederholung. Warte mal. Kann ich das... Mann, jetzt habe ich das voll verkackt, Leute. Oh, das ist die einzige Chance, jetzt von hier da rauszukommen. Oh, das wird ja gar nicht leicht. Das war's. Wir werden nie wieder auf jeden Fall Erster oder sowas sein. Also Erster sowieso nicht. Aber unseren Kollegen Pucher einzuholen, das wird ja gar nichts mehr. Mann, wieso hat die Wiederholung dann auch so verkackt, ey? Das finde ich ja mal richtig nervig. Eigentlich mag ich die Strecke, aber mit der Fahrzeugeinstellung, das war doch ein bisschen ungeplant, muss ich ehrlich sagen. Mensch, diese Kurve, das hat mich so viel Zeit gekostet. Ehrlich, das wird noch richtig wehtun. Damit haben wir auf jeden Fall sehr viele Plätze verschenkt. Also wenn wir da noch einen einholen, dann fresse ich im Besen. Vielleicht, wenn einer in die Boxengasse fährt, aber mehr schaffen wir da auch nicht, denke ich. Oh, 300 km ist drin hier. Das ist voll die schöne Gerade hier, wie ich finde. Jetzt müssen wir das alles wieder gut machen, die Zeit wieder reinholen. Was wir mit dem Unfall da vergeudet haben.
Oh, das war sehr gut, die Kurven. Da haben wir nochmal die Kurve gut bekommen. Müssen wir mal bald in die Boxengasse fahren, ne? Das Fahrzeug ist, glaube ich, nicht mehr... Ah, vorne rot. Und das kostet halt auch Geschwindigkeit, ne? Und Agilität. Grip und alles. Und dementsprechend werde ich gleich in die Boxengasse fahren nach diesem... Nach dieser Runde, damit wir... Damit unser Fahrzeug ein bisschen schneller und smoother läuft. Kostet halt alles Geschwindigkeit. So. Oh, was für ein geiler Sound. Ich liebe die Formel 1 Autos, ne? Was für einen geilen Sound die mal haben. Das ist wieder diese schöne Gerade hier. So, gleich kommt. Ja, aber wegen den anderen, ne? Wegen der Nase und alles. Ich würde sagen, wir fahren in die Gasse einmal rein oder sollen wir noch eine Runde so fahren? Wir fahren noch eine Runde. Komm, wir fahren noch eine Runde. Die Reifen sind ja noch gut, aber die kostet halt Geschwindigkeit mit deiner. Ich fahre rein. Komm. Das kostet uns Geschwindigkeit und alles. So, jetzt müssen wir im richtigen Moment da den Quicktime-Event machen. Dann verschwenden wir auch keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich da rauf drücken muss. Hä, wo muss ich denn rauf drücken? Die Nase nochmal neu, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Power. Ja, wir wurden total eingeholt jetzt. Kein guter Stopp, hat uns etwas Zeit gekostet. Wir wurden komplett eingeholt von Latifi und Stroll wieder. Ja, machen wir. Jetzt, wo wir die neue Nase haben, sollten wir auch ein bisschen schneller sein, weil... Ja, Aerodynamik und so weiter. Ihr wisst ja, wenn da irgendwas nicht korrekt in Form sitzt, dann, ja, behindert das dann einen doch schon. Gerade bei so einem Spitzensport, ne, wo jeder Millisekunde zählt, macht das schon wirklich was aus. Und ich merke dann auch jetzt gerade so ein bisschen Geschwindigkeitsveränderung. Vielleicht ist es auch nur so ein Placebo-Effekt, aber ich merke da doch schon gefühlt irgendwie eine kleine Veränderung. ...300 km/h ist hier drin. Sogar mehr, wenn nicht. Boah, das habe ich wirklich sehr gut gemacht, die Kurve. Der ging auch. Theo kommt an die Box. Theo an der Box. Theo, unser Kollege, Pocher. Unser Fahrerkollege. Okay, ich kann ein bisschen später bremsen. Das merke ich gerade. Ich muss nicht immer gleich vorher... früh bremsen. Ich habe immer früh gebremst und guck mal jetzt. Okay, das war ein bisschen zu spät, aber besser als wie die davor. So, jetzt Vollgas, Leute, dass wir zumindest nicht letzter werden, Mann. Wegen diesem einen Fehler werden wir vielleicht echt letzter jetzt. Sehr schön. Wird immer besser. Finde ich jedenfalls. Übung macht den Meister, sagt man ja. Und das ist hier wirklich der Fall. Guck mal, wie gut um die Kurve jetzt gekommen. Seid ehrlich, Leute. Es wird immer besser. Hier die schöne Gerade wieder. Oh, das gefällt mir hier richtig. Schön über 300 km/h hier. Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,1 Sekunden. 6 Sekunden? Da holen wir nichts mehr ein. Also das wird wohl ein Rennen sein, wo wir wirklich zum ersten Mal letzter werden. Oh Mann, ey.
Ah ja, irgendwann ist zum ersten Mal immer, ne? Irgendwann ist das erste Mal für alles. Jetzt auf der Geraden einmal schön durchziehen, dass wir irgendwie noch ein bisschen Tempo gut machen. Ich habe schon Autos vorne sehen können, ganz klein. Aber ob wir die nochmal einholen, weiß ich nicht. Guck mal Leute, das klappt aber immer besser mit dem rechtzeitigen Bremsen vor den Kurven und allgemein die Kurven so ein bisschen kriegen. Also man merkt auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zu den ersten Videos, die ich gemacht habe. Ja, hier zählt halt jede Millisekunde, man muss wirklich gucken, wie man in den Kurven reinfährt. Sehr schön. Ah, das war total schlecht. Sehr schön. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Leute. Also wenn ich nicht viel rede, ihr wisst Bescheid. Ich muss noch ein paar Plätze gut machen. Vielleicht schaffen wir es ja zumindest nicht, letzter zu werden. Das wäre so ein Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe, aber mal gucken, ob das was wird. Ich sehe schon einen vor uns. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wir sind auf jeden Fall schneller als sonst. Weil vorhin habe ich gar kein Auto vor uns gesehen. Oh, wir holen die echt alle ein. Wir sind echt besser geworden im Verlauf des Rennens. Sehr schön. Das wird immer besser. Vielleicht werden wir doch nicht letzter. Sehr, sehr schön. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Wir haben von 6 Sekunden auf 1 Sekunde aufgeholt. Dem Fahrzeug vor uns. Also, könnte Latifi ja einholen vielleicht. Jetzt werde ich aufgeregt und fahre die Kurven wieder schlecht. Ich muss mich nicht ablenken lassen von den anderen Fahrzeugen. Ah! Da werde ich eine Sofortwiederholung machen, weil das möchte ich nicht verkacken. Hier fahren wir rein. Ja, man. Das regt halt einen auf, ne? Wenn der einen vor einen ist und man ist kurz davor, den einzuholen, dann muss man auch noch auf den Vordermann aufpassen, wie der so fährt. Den holen wir gleich ein. Den holen wir ein. Der ist. Wer ist es aktiv? Lass uns vorbei, Kollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 4,6 Sekunden. Zum Teamkollegen. Ach, das war schlecht. Da muss ich nochmal Wiederholung machen. So, hier hatten wir den eingeholt, meint? Ne, ja genau. Nach dem Einholen oder Überholen werde ich starten. Genau, hier jetzt. Okay, das war nicht gut, aber Kann ich mitleben. Gut gemacht. Schön überholt. So, ein oder zwei möchte ich noch einholen. Hätte ich diesen Unfall vorhin nicht gebaut, ne? Am Anfang. Wo ich das verkackt hatte. Dann wäre ich bestimmt heute 17. oder so geworden. Also 3-4 Plätze besser als jetzt. Hätte Fahrradkette, hätte jetzt einer gesagt. Aber wir holen echt nochmal den Stroll ein. Stroll, würde ich sagen. Der ist aber auch ganz schön schnell. Ah, den könnten wir vielleicht noch kriegen. Jetzt ziehen wir durch.
Ah, schade. Er hat eine schnellere Beschleunigung. Finde ich jedenfalls. Oder täuscht vielleicht auch. Ah! Jetzt wurde ich wieder abgelenkt. Ah, das war, glaube ich, nicht regelkonform. Aber hat geklappt. Ich glaube, in der echten Formel 1 hätte ich dafür Disqualifikation bekommen. Wahrscheinlich. 2,1 Sekunden. Leute, seid aber ehrlich, dafür, dass ich diesen heftigen Fehler gemacht habe am Anfang, haben wir echt nochmal gut was rausgeholt. Bis jetzt zumindest, wenn wir jetzt keine groben Fehler machen. Ah, so wie jetzt. Das ging aber noch, aber... Vettel! Sebastian Vettel! Schaffen wir das, Sebastian Vettel einzuholen? Mit seinen Aston Martin. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Wir sind schneller als der Aston Martin, ne? Unser Fahrzeug ist angeblich besser. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Aber werden wir schauen. Vielleicht holen wir noch Sebastian Vettel ein. Das wäre es ja. Den vierfachen Weltmeister. Der seine besten Jahre schon hinter sich hat. Scheint jedenfalls so. Oh, den holen wir vielleicht echt ein. Wir kommen auf jeden Fall an den ran. Jetzt muss ich halt bremsen. Und der Vettel hat uns wirklich gut geblockt, ey. Oh, Vettel! Vettel! So, jetzt. Rein da. Mensch, das muss doch drin sein, dass wir zumindest Sebastian Vettel irgendwie einholen. Ah, Mann, wieder habe ich diesen Fehler hier gemacht. Mann, was ist los mit mir? Was ist da los, ey? Immer die, an der gleichen Stelle. Hier ist aber auch wirklich sehr schwierig, wenn einer vor dir fährt. Oh, wir hätten ihn fast eingeholt. Hier könnten wir ihn einholen. Der ist aktiv. Jetzt holen wir Sebastian Vettel ein. Er macht Platz. Sehr geil. Danke, Sebastian Vettel. Muss er ja machen, ne? Muss er ja machen. Oh nein. Nein, das war gar nicht gut. Da muss man nochmal die Wiederholung machen. Leute, bei so einem heiklen Themen mache ich dann doch öfter die Wiederholung. Und hier gehen wir jetzt rein. Das war schon besser. Das habe ich falsch gelenkt. Ach, Vettel! Vettel lässt nicht locker. Pocher, unser Kollege. Leute, wenn wir den einholen, ne? Wenn wir den einholen, dann haben wir auf jeden Fall eine nette Anerkennungsboost, denke ich mal, kassiert. Weil er ist halt unser Teamkollege und damit beweisen wir halt, dass wir besser als er sind. Also, naja, nicht mit einem Rennen jetzt, aber zumindest für diesem Rennen könnten wir dann sagen, wir waren besser als er. Und wenn das über die ganze Saison dann so läuft, ja, dann wären wir definitiv... Oh, was habe ich da gemacht? Definitiv besser als er. Pocher. Ah, könnte man einholen, aber er hat das gleiche Fahrzeug wie wir, ne? Da gibt es keine Unterschiede. Kommt halt auf sein... Das war nicht gut. Kommt halt auf seine Einstellung an, was er für eine Einstellung fährt. So, hier möchte ich jetzt gleich rein. Hier, die Gerade. Nehmen wir mit. Vielleicht holen wir den ein, Leute. Der ist das aktiv, aber das bringt uns nichts, weil jetzt die Kurve kommt. Wir haben unseren Kollegen gerammt und überholt. Oh, das ist das Schlimmste, was einem Rennstall passieren kann, wenn zwei Kollegen sich gegenseitig beschädigen und vielleicht sogar disqualifiziert werden oder fahrunfähig werden. Das ist wirklich das Schlimmste. Boah, wir sind aber gut davor jetzt. Wir sind irgendwie jetzt 18. Haben Pocher, unseren Kollegen, eingeholt. Leute, wie gut wir in diesem Rennen sind, ne? Irgendwie. Also die Strecke hat mir ja gefallen, hatte ich ja schon im Training gesagt. Aber mit dem Unfall, obwohl wir so einen Unfall hatten, dass wir trotzdem es geschafft haben, so weit vorne mitzufahren, also für unsere Verhältnisse so weit vorne,
das ganz in Ordnung, finde ich. Bin ich zufrieden bis jetzt. Vielleicht holen wir noch den Rookie-Chinesen ein. Guan Yu. Den Rookie sagt man ja, weil er noch nicht so lange fährt bei der Formel 1. Den holen wir vielleicht doch noch ein. Da muss man halt aufpassen, dass wir den irgendwie vorsichtig überholen. Wenn die gerade kommt mit DRS-Zone. Oh, wir haben ihn eingeholt. Wir haben ihn aber eingeholt. War kein schöner Überholvorgang, aber wir haben es geschafft. Er ist aber auch schnell, der Guan Yu. Obwohl, ja, geht. Okay, das war okay. Ganz okay. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Kurve nicht so schön genommen, aber es geht voran. Das ist jetzt die letzte Runde übrigens. Oh, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Dass wir zumindest 16. werden. George Russell ist Erster geworden. Wow. Glückwunsch, Russell. Ah! Nein, da werde ich die Sofortwiederholung definitiv aktivieren. Ein Glück gibt es diese Funktion. So Leute, George Russell ist Erster. Hätte ich nicht gedacht übrigens. Ich hätte eher gedacht wieder Leclerc oder vielleicht Verstappen. Aber nicht Russell, ganz ehrlich. Jetzt habe ich wieder diese Kurve nicht so ideal genommen. Oh, gut. Das ist die letzte Runde, ne? Haben wir jetzt karierte Flagge, ja. Wir haben den 16. Platz geschafft, obwohl wir den scheiß verdammten Fehler am Anfang gemacht haben. Sehr geil. Also ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden mit dieser Platzierung. Da kann man nichts sagen, Leute. Fahrer des Tages Max Verstappen. Das ist doch mal ein Erfolgserlebnis, ne? Weiterer grandioser großer Preis von Australien ist vorüber und der Sieg heute war eindeutig verdient. Ferrari Zweiter. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Ja, definitiv. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein George echter Russell. Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Kein Leclerc, kein Max Verstappen auf dem Podium. Wahnsinn, nicht die üblichen Verdächtigen auf jeden Fall. Tommy Hilfiger auch noch drauf. Das hat, glaube ich, richtig uns gepusht jetzt, Leute. Würde ich mal sagen. Aktueller Rang Stufe 7. Das hat richtig geballert. Weil wir halt 16. geworden sind. Das ist für uns auf jeden Fall ein großer Erfolg. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze.
aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Charles Leclerc hat zwei Stops gemacht, deswegen vielleicht so weit hinten. Max schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Williams? Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause senden. Ja, das ist doch mal ein schöner Abschieds-Highlight hier. Leute, ich würde sagen, ich mache hier erst einmal gleich Feierabend. Wir machen natürlich erstmal weiter hier. Ja, und gucken uns natürlich nochmal die Punkte an. Guck mal, Leute, wir haben richtig Anerkennungspunkte bekommen hier. Teamanerkennung auf Stufe 4. Wow, wir sind bald Stufe 5 und dann können wir noch einen Sponsor freischalten. Das ist ja, was ich unbedingt möchte. Ja, für die Schäden 10.000 Abzug, 40.000 Dollar haben wir bekommen, 90.000 als Team. Nochmal, oh, jetzt haben wir auch 2,06 Millionen. Damit können wir auf jeden Fall was nachher anfangen. So, dann ist das ist auch dann schon gespeichert, würde ich sagen, das Spiel, ne? Genau, wöchentliche Ressourcen, alles ist gestiegen. Zum Ereignis, Marketingabteilung. Diese Abteilung hat um deine Anwesenheit beim heutigen Meeting gebeten, damit du beim Problem helfen kannst. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Die Presse fragt, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Wir brauchen deine Meinung. In den letzten Sendungen hatten wir einige Rennen. Welcher Fahrer freut sich am meisten, wenn sie von ihm ins Zimmer? Daniel ist definitiv ein talentierter Fahrer und nur schwer zu überholen. Ich würde mich gerne mit ihm messen. Lance Stroll, Sebastian Vettel. Wir nehmen natürlich Sebastian Vettel. Ja, weil Sebastian Vettel, da haben wir wirklich zu kämpfen gehabt und er ist ein Konkurrent, den kann man einholen. Muss natürlich nicht sein, aber kann man schaffen. Gute Entscheidung. Danke. Das war's dann schon. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War wirklich gar nicht so schlecht, das Rennen, abgesehen von dem Fehler am Anfang. Ansonsten haben wir auf jeden Fall gut Boden weggemacht. Also das muss man hier mal anerkennen, ne, wie ich finde. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bei der nächsten Folge machen wir mal hier weiter. Und wenn ihr dieses Projekt und mich unterstützen wollt, bitte, bitte ein Abo dalassen. Ja, das unterstützt uns hier immens. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.